Hallo und willkommen zum Mila Inner Report hier in Bad Soden beim DFV-Pokal-Achtelfinale. Nämlich den Elena Kiesling und Lisa Beinborn. Genau. Ihr habt gerade das Spiel gegen Roter Amfield Spielburg gehabt. Leider mit 3:0 verloren. Könnt ihr ein bisschen was zum Spiel erzählen, die persönlichen Eindrücke? Ja, war geil. Also hat riesig Spaß gemacht, gegen Vilsbiburg zu spielen. Wir haben zwei Sätze auf einem wirklich hohen Niveau gespielt. Im dritten waren die einfach super stark und wir hatten nicht mehr so viel dagegen zu setzen. Aber war eine gigantische Kulisse, hat echt Spaß gemacht. Ja, der erste Satz war ja, lag am Anfang ziemlich gut, habt sogar geführt, habt dann leider nachgelassen. An was hat es eventuell gelegen? Ich würde nicht sagen, dass wir nachgelassen haben, sondern dass die halt einfach besser sind. Also die haben halt bessere Spielerinnen, die dann im entscheidenden Moment den Punkt mehr machen. Also hat man heute den Klassenunterschied schon gemerkt oder was? Ja, auf jeden Fall. Also das Tempo ist noch viel schneller als das, was wir gewöhnt sind in der zweiten Liga. Die Athletik ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Den Klassenunterschied, den merkt man halt schon deutlich. Wie habt ihr das Konzept aufgebaut, eventuell Druck mit Aufschlägen zu machen, gewisse Angreifer rauszunehmen durch die Angabe, eventuell den Block zu verstärken oder so? Also wir haben auf jeden Fall versucht, mit dem Aufschlag Druck zu machen, den von der Libera wegzuhalten, weil die halt einfach sehr gut ist. Und im Block versucht, so viel es geht zu schaffen, weil die halt sehr schnell spielen und sehr hoch. Okay. Nächster Gegner ist wer und wo? Nächster Gegner ist jetzt am Samstag in Dresden und am Sonntag hier zu Hause gegen Offenburg. Ich habe ja gesehen, auf der DVV-Liste läuft ja ziemlich gut vor euch. Ihr seid jetzt auf Platz 3, glaube ich, in der Liste. Habt, glaube ich, letzte Woche im fünften Satz gegen wen nochmal gewonnen? Sonthofen. Wie war dort das Spiel für euch? Das war ein ziemlicher Kampf, 3-2. Also mal waren die besser, mal waren wir besser und wir waren zum Glück am Schluss besser. Also wir waren ein bisschen nervenstärker als die und haben die letzten beiden Sätze nochmal richtig durchgezogen. Es hat viel Spaß gemacht. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel. Ciao.